Sehr geehrte Frau Präsidentin, werte Kollegen. Wer den Menschen in unserem Land zuhört, weiß, dass viele von ihnen das Thema Gendern beschäftigt. Ja, nicht nur das, sie sind entsetzt darüber, wie hier eine hochideologische Agenda ohne mehrheitliche Zustimmung der Bevölkerung mit aller Macht vorangetrieben wird und uns ins sprachpolitische Absurdistan führen soll. Zur aktuellen Lage. Die Experten des Rates für deutsche Rechtschreibung haben auf ihrer Tagung in Eupen am 14. Juli 2023 eine wegweisende Entscheidung getroffen, nämlich orthografische Zeichen im Wort Innern, gemeint sind der Genderstern, der Genderunterstrich oder der Genderdoppelpunkt, nicht in das amtliche Regelwerk aufzunehmen. Bereits zuvor, verstärkt aber nach dieser Weichenstellung des Rechtschreibrates, beginnt endlich auch die Politik zu reagieren. In Sachsen-Anhalt untersagte die dortige Bildungsministerin Eva Feusner die Nutzung von Genderstern, Genderunterstrich, Genderdoppelpunkt und Binnen-I, sowohl im Unterricht als auch im offiziellen Schriftverkehr. In Sachsen wurden Wörter mit Genderstern, Genderunterstrich oder Genderdoppelpunkt bei Diktaten an den Schulen schon länger als falsch angestrichen. Der MDR berichtete am 14. Juli über eine weitere Maßnahme. Ich zitiere: Wegen dieser Vorbildwirkung hat das Ministerium nun ein Verbot für Genderformen in schriftlicher Kommunikation erlassen. Für die Verwaltung und das Schulamt, aber auch für Vereine, Stiftungen und Verbände, mit denen das Kultusministerium gemeinsam nach außen auftritt. Zitat Ende. In Hamburg reichte die Volksinitiative Schluss mit der Gendersprache in Verwaltung und Bildung am 20. Juli weit über 10.000 Unterschriften ein, um die hamburgische Bürgerschaft zu einer sprachpolitischen Kursänderung zu zwingen. Die Initiative könnte auf einen Volksentscheid im Herbst 2025 hinauslaufen. Und in Thüringen hat die CDU-Fraktion erst vor kurzem einen Gesetzentwurf ausgearbeitet, demzufolge Gender-Sonderzeichen für unzulässig erklärt werden sollen, da diese zu kulturellen Konflikten führten, die, ich zitiere, das tradierte binäre Geschlechtersystem von Männern und Frauen in Frage stellen. Dieser Vorstoß könnte mit den Stimmen der bürgerlichen Opposition eine Mehrheit finden. Wir als AfD-Fraktion sehen jetzt ganz klar auch Rheinland-Pfalz unter Handlungsdruck. Sprich, durch konsequente Beachtung bzw. Anmahnung geltender Regel der allgemeinen sprachpolitischen Verunsicherung wirksam entgegenzuwirken und die Einheitlichkeit unserer Schriftsprache zu wahren. Immerhin hatte Bildungsministerin Hubig am 19. Januar 2022 laut Protokoll im Plenum anlässlich der Debatte zum AfD-Antrag keine geschlechtergerechte Sprache an Schulen und in der Landtagsverwaltung erklärt, ich zitiere, maßgeblich für die Festlegung der deutschen Rechtschreibregeln sind die Empfehlungen des Rats für deutsche Rechtschreibung. Und daran orientiert sich natürlich auch die Landesregierung. Und daran orientieren sich auch unsere Schulen. Zitat Ende. Das weist in Richtung Anerkennung der Realitäten, ist aber in der Ampelregierung und die sie tragenden Fraktionen offenbar alles andere als unumstritten. Hatte sich doch zum Beispiel der Kollege der Grünen-Fraktion Josef Winkler in der jüngsten Sitzung des Kulturausschusses wortreich bemüht, die von ihm negativ bewertete Erklärung des Rates für Rechtschreibung als lediglich vorläufig hinzustellen. Eine gesellschaftspolitische Durchsetzung der Gender-Binnenzeichen gegen alle anderslautenden Regeln und entgegen der Meinung des weit überwiegenden Teils der Bevölkerung sei wünschenswert, so die unmissverständliche Zielrichtung. Und das trotz des von mir auch im Kulturausschuss vorgebrachten Hinweises, dass der Rechtschreibrat eine weitere, dann möglicherweise endgültige Bewertung der Gender-Binnenzeichen erst in voraussichtlich 3 Jahren vornehmen wolle. Und ja wohl keiner ein Interesse an einem langen Schwebezustand und maximaler Verunsicherung der Bevölkerung haben könne. Wir als AfD fordern demgegenüber mit unserem Antrag die Landesregierung auf, der Entscheidung des Rechtschreibrates sowohl in den Schulen als auch in den Landesbehörden durch eindeutige Vorgaben Rechnung zu tragen. Liebe Kollegen, was spricht eigentlich dagegen, im Interesse aller unserer Bürger den Forderungen dieses Antrags zuzustimmen? Nichts sollte man annehmen, während sehr vieles dafür spricht. Denn das generische Maskulinum in der deutschen Sprache sagt eben nichts über das Geschlecht des Bezeichneten aus.
Man kann also problemlos der Lehrer, der Experte, der Bürger oder der Bürgermeister sagen und damit weibliche wie männliche Mitmenschen meinen oder auch solche inkludieren, die sich keinem dieser biologischen Geschlechter zuzuordnen meinen. Wollte man die Gendersprache konsequent und damit für alle am Sprachgebrauch Beteiligten nachvollziehbar durchsetzen, müsste aus Perspektive der Grünen dann wohl von Bürgersternchen-Innen, Meistersternchen-Innen die Rede sein. Erst recht absurd wird es in diesem sprachlichen Wolkenkuckucksheim, wenn ich mich künftig beim Arzt verarzten möchte und oder eben im mutmaßlichen Grünsprech dann verärztend werde. Die angeblich inklusive Sprache wird leider vielfach längst zur missmutig ertragenen oder sogar zur erzwungenen Sprache. Und noch etwas. Was ist eigentlich inklusiv daran, wenn ich integrationswilligen ausländischen Mitbürgern das Erlernen der für Fremdsprachler ohnehin schon schwierigen deutschen Sprache durch Gender-Binnenzeichen zusätzlich verkompliziere? Ich bin sicher, dass eine repräsentative Meinungsumfrage zu diesem Thema gerade bei Personen mit Migrationshintergrund ein noch deutlicheres Unverständnis als bei der Stammbevölkerung ergeben würde. Werte Kollegen der Ampelfraktion, die Gendersprache ist nicht nur wenig demokratisch, da sie nicht von unten aus der Alltagssprache heraus entwickelt wurde, wird, sondern entgegen der mehrheitlichen Opposition von oben verordnet wird. Sie ist auch nicht sozial und nicht inklusiv, denn sie grenzt ältere Menschen und beeinträchtigte Mitbürger, zum Beispiel Sehbehinderte, tendenziell aus. Abschließend noch ein paar Worte zum von der Ampel bestimmt auch heute strapazierten Hinweis, dass sich Sprache eben verändere und man bestimmte bisher geltende Regeln nicht zementieren dürfe. Das ist nichts anderes als eine Binsenweisheit, denn selbstverständlich verändern sich die Sprache und der allgemeine Sprachgebrauch im Laufe der Zeiten. Die Frage ist nur, ob und wie die jeweils Mächtigen darauf reagieren. Und da ist mir die bisherige deutsche Praxis des Beobachtens der Sprachentwicklung in der breiten Bevölkerung und die Abbildung in Rechtschreibvorgaben erst nach deren erwiesener Akzeptanz sehr viel lieber als das Vorgehen, das Ihnen vorschwebt. Danke sehr. Zu einer Kurzintervention erteile ich dem Abgeordneten Dr. Kusch das Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Ich wollte Bezug nehmen auf Ärzte und Ärztinnen. Also es gibt durchaus Gruppen, die wünschen sich, dass sie auch dargestellt werden. Vielen Dank. Herr Kollege Dr. Kusch, zunächst einmal stelle ich fest, dass Sie doch einem binären Geschlechtsvorstellungsbild anhängen. Also die nennen nur die zwei Geschlechter. Was ist dann mit dem Stern? Wenn Sie das alles konsequent durchsetzen möchten, dann hätten Sie den Stern jetzt auch mitsagen müssen. Und der Verband müsste entsprechend umgeändert werden. Und dass man in bestimmten Situationen die weibliche und die männliche Form nennt, das ist überhaupt kein Problem. Das mache ich auch immer wieder. Aber wenn Sie das immer bei allen Sachen konsequent machen, wenn Sie 10 Berufe aufzählen, dann wird das kaum in der Rede halt schwer zu sprechen und im schriftlichen Gebrauch erst recht schwer erträglich. Das ist ein schlechter Stil. Das macht man nach Gefühl. Und was mir auch auffällt, das will ich an dieser Stelle mal sagen, dass bestimmte Begriffe dann immer in der männlichen Form auftauchen, weil man es doch nicht konsequent durchzieht. Also wenn von Tätern die Rede ist, dann höre ich in der Regel nicht Täterinnen und schon gar nicht mit Sternchen etwas. Oder wenn von Mörder die Rede ist, dann ist auch Mörderin nicht mitgesagt. Also das wird sehr selektiv gehandhabt, was wieder das unterstreicht, was ich betont habe. Das ist eine hochideologische Geschichte, ganz an den Menschen vorbei. Danke sehr.